Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir haben eine neue Mission. Und zwar machen wir diesmal auch wieder nicht mit einer Hauptmission weiter, sondern mit der kleinen Charles Darwin Erinnerung. Die ich sehr interessant finde. In der heutigen Zeitung steht ein Widerruf zu Mr. Owens verleumderischen und ignoranten Ansichten zu meiner Arbeit. Allerdings fühle ich mich selbst wie ein Fossil heute. Wären Sie so freundlich, mir eine Ausgabe der Zeitung zu besorgen? Ist das dein Ernst? Also, Darwin ist so ein bisschen... Was? Ich durfte den nicht töten? Was? Ups. Habe ich wohl nichts gelesen. War wohl ein bisschen doof von mir. Passiert aber mal. Gut. Machen wir das Ganze natürlich nochmal. Aha, guck mal, den Angreifer soll ich rammen. Steht auch, was man tun muss. Ich könnte ihn jetzt einmal anschießen, so, aber dadurch wird er ja nicht langsamer. Das ist schade. Das wäre aber eigentlich so für sich selber auch noch ein bisschen scheiße, wenn man halt dadurch langsamer wird. Ach! Hängst du an dieser scheiß Kiste fest? Was ist denn das für einer gewesen? Manchmal haben die aber auch wirklich Probleme, ne? So. Lauf doch einfach. Gib einen Laut von dir, das wird dein letzter sein. Ich muss ihn doch einfach rammen. Wieso rammt er den nicht? Hat ihn doch. Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Sie haben mich gerettet. Ja? Und jetzt habe ich eine Frage. Warum greifst du einen Zeitungsjungen an? Ein Mann bezahlt uns, damit wir die Jungs zwingen, das Flugblatt hier zu verteilen. Hier, nimm das verdammte Ding und lass mich in Ruhe. Das bedeutet Ärger für Mr. Darwin. Haha. Stimmt. Darwin hat irgendwie die Theorie geäußert, dass man der Mensch ja von Affen abstammt und Darwin wird als Affe verspottet. Ja komm, machen wir noch hier die Katze und Maus. Ich finde die kleinen Erinnerungen so von den
Persönlichkeiten hin und wieder mal gut, hin und wieder mal auch nicht so gut. Also teils, teils. Bewegung, sonst. Sie machen mir keine Angst. Ich verlange gehört zu werden. Karl Marx. Hören Sie zu. Ich wurde beauftragt, Ihre Kundgebungen zu verhindern. Nein, Sie müssen mich anhören. Die Bewohner dieser Stadt brauchen dringend Ihre Hilfe. Ah, Sie sind Jacob Fry, oder nicht? Und Miss Fry? Sie haben uns etwas voraus, Karl Marx, genau wie Sie bin ich eine Art Aktivist. Sie sehen aus, als würden Sie etwas von uns wollen. Jawohl. Sie haben zuletzt mehr für Londons Bürger getan als jede andere Unternehmung in den letzten 10 Jahren. Aber diese Bürger waren bereits relativ gut versorgt. Ich fordere Sie heraus, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen, der Arbeiterklasse. Interessante Herausforderung. Wir akzeptieren. Sollten wir über solche Dinge nicht wenigstens mal reden? Was soll's? Wir akzeptieren. Ich organisiere ein diskretes Treffen mit gleichgesinnten Freunden, um über Gewerkschaften zu sprechen. Leider hat die Polizei von meinem Vorhaben erfahren. Sie folgt mir wie die Fliege den Exkrementen. Wie dem auch sei, ich brauche Hilfe, um zu dem Treffen zu gelangen, ohne dass die Polizei uns dazwischen kommt. Sehen Sie, das ist einer Ihrer verdammten Spione. Wait. Von wegen der Feinstrauchelt. So, jetzt. Lass mich doch dir hinterherlaufen. Bevor du mir einfach so abhaust. Mein lieber Marx. Hey! So. Aua. So. Ich hab keinen Bock mehr auf euch Polizisten. Ja. Heute Sonnenuntergang am üblichen Ort. Ich bin da. Wissen Sie, ich hatte ähnliche Probleme mit der Polizei in Paris. Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch in Köln. Unser nächster Verbündeter erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitzel vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist.
vorher den Spion aufspüren. Jut. Machen wir. Ja, Karl Marx, der Begründer des Marxismus. Sozusagen die Idee, dass alle gleich sind und einen Teil ihrer Souveränität aufgeben, um gleich, boah, wie ging das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Hey! Zermalme dich zu Brei! Aua! Max, wo bist du? Da bist du. Gut. Der übliche Ort. In einer Stunde. Ich komme, Mr. Marx, Sir. Nehmen wir mal das Messer. Auf jeden Fall. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Kommen Sie, verschwinden wir und gehen zu dem Treffen. Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nur wenn sich die Arbeiter frei und in voller Stärke zusammentun, können wir die Reformen durchsetzen, die wir mit Sicherheit verdient haben. Darf ich Sie bitten, bis zum Abschluss des Treffens in der Nähe zu bleiben? Ich fürchte, es könnte zu Problemen kommen. Ja, auf jeden Fall wurde der marxistische Gedanke von anderen kommunistischen Ländern ein bisschen falsch verstanden und nicht so ausgelegt, wie es Marx ursprünglich ist. Silber. Du kriegst deine 30 Silberlinge, keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Hier komme ich! Aua! Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist jetzt eine gute Frage. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht sollte ich Rauchbomben benutzen. So, lasst du mir. Die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ich will ihn ins Gesicht sehen. Gott, das ist Marks Mann fürs Grobe. Rettet mich! Das wird dir leid tun. Ah, Mist! Ich darf den nicht außer Gefecht setzen. Ach so. Ja, gut. Diesmal kann ich den auch nicht unter außer Gefecht setzen. Das kriege ich, glaube ich, hin. Na toll. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Na komm, das ist Marks Mann fürs Grobe. Auch noch. Rettet mich! Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Ich rate dir, hör auf zu zappeln. Den Verräter abliefern. Natürlich.
Just as I was getting bored. Haut er jetzt wieder vor mir ab? Oder was macht der? Abliefern. Simon, mein Freund, was bringt dich dazu, so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Machen wir bestimmt. Ja. Und warum es mit Marx nicht funktioniert hat, Marx, die marxistische Idee, beruht darauf, dass alle sozusagen gegenseitig sich helfen und sobald einer den anderen ausnutzt, um sich zu bereichern, funktioniert das Ganze schon nicht mehr. Und da das öfters passiert, und auch in dieser Gegenwart es immer einen geben wird, der einen anderen ausnutzt, funktioniert das nicht so gut. Und die Sowjetunion und so weiter, die hatten ja auch die obersten Leute, die dann die untere Arbeiterschicht ausgenutzt haben und reicher waren als die normalen. Ja. Warum habe ich es jetzt erzählt? Egal, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal mit der nächsten Jacob-Mission weiter. Nur der Stärkste überlegt. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.